Erneut willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 3, meine lieben Freunde. Im letzten Part habe ich den Boostball bekommen. Aber als ich dann der Aurora-Einheit 217 das Gegenmittel verabreicht hatte, ist plötzlich Gore aufgetaucht und der hat mit seinem Angriff einige wichtige Kabel beschädigt und somit hat die Aurora-Einheit jetzt leider keine Verbindung zum Netzwerk der Himmelsstadt, was richtig kacke ist. Und ich habe jetzt den ziemlich schmerzhaften Auftrag erhalten, dass ich Gore eliminieren soll. Das bringe ich irgendwie zwar nicht ganz übers Herz, aber mir bleibt keine andere Wahl. Ich hasse diese Dinger! Fickt euch! Das war so klar! Immer diese komischen Robo-Schneidemesser da. Weiß auch nicht, was das für Drohnen sind. Die muss ich da abknallen, muss sie rot leuchten. Und wenn ich nur eine davon berühre, stürze ich natürlich ab. Eh klar. Ha! Jetzt bin ich drüben. Furchtbar. Furchtbar. Was zum... Status Alert. Unknown entity approaching. Commencing hull lockdown. Ja was? Status Alert des Schiffs, unbekannte Einheit nähert sich? Wer zum Teufel ist da an meinem Schiff? Das kann ja eigentlich nur einer sein. Und zwar Gore. Was zum Teufel ist er bei meinem Schiff? Will er das etwa kaputt machen? Das würde mir büßen. Jetzt habe ich echt einen Grund, ihn dafür zu hassen. So. Auch hier brauche ich wieder den Boostball. Bisschen drin rumrollen. So. Na, das sieht doch glatt wie eine Halfpipe aus. Struktur als U-förmiges Gebilde identifiziert. Mit Hilfe von Temposchüben lassen sich in diesen Gebilden höher gelegene Bereiche erreichen. Yep. Kennen wir schon aus den beiden Vorgängern. Und die Steuerung ist mal wieder für den Arsch. Wenn Samus zu dumm ist, hier richtig hochzukommen. So. Supi. Aha, was ist das? Steuerterminal des Zahnradgebildes. Nach Betätigung des Terminals erfolgt Rotation der Komponenten. So, das heißt hier den Arm reinstecken und dann die Wii-Verbindung drehen. So dass die Linien wieder ganz sind. Und schon geht das Tor auf. Okay, so wo bitte. Achso, hier ist ja der Aufzug. Wieder nach oben. Das heißt, ich muss jetzt ganz, ganz dringend zu meinem Schiff zurück. Weil scheinbar greift Gore mein Schiff an und will es zerstören, dieser Drecksack. Was muss der auch... Ja, den Verstand verlieren. Warum muss der jetzt auch böse werden? Es war ja schon mit Randers traurig genug. So, kann ich mich nicht hier einfach rüber schießen lassen? Ich habe extra den Boostball. Na. So. Gleich mal eine Abkürzung nehmen. Yo, man. Diese blöden Dragoner-Kampfdrohnen, ey. Stillhalten! So, das kommt davon. So. Ist hier immer noch das Bild von Gore zu sehen? Ja, irgendwie schon. So teilweise. Wie kann er es eigentlich wagen,
Ship priority status alert. Hull armor taking damage. Status an der Schiffsrumpfpanzerung wird beschädigt. Goa! Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du büßen. Wenn ich dich in die Finger kriege, dann lege ich dich wirklich um. Es geht ja scheinbar nicht anders. Es tut mir zwar in der Seele weh, einen weiteren ehemals freundlich gesinnten Kopfgeldjäger zu töten, aber das war ja schon bei Randers ziemlich schwierig. Vor allem Randers war ja mein liebster Kopfgeldjäger, aber Goa mag ich eigentlich auch relativ gerne. Oder mochte ich gerne. Mann, jetzt hau doch mal ab hier. Das ist ja lästig. So, gleich bin ich da. Noch Energie auffüllen. Och nee. Na super. Das wird ja immer schlimmer. Na warte, ich bin gleich da und dann gibt's auf die Fresse. So, na los, Tür auf. Tür auf! Schnell! Immer zu meinem Schiff! Da ist er! Er greift tatsächlich mein Schiff an, und zwar mit seinem Kampfanzug, ey, dieser Bastard! Ich dachte, wir wären Freunde oder zumindest nette Kollegen. Just in time. Oh mein Gott. Es geht gegen Goa. Morphologie Goa. Schild schirmt jeglichen Beschuss ab. Energieversorgung erfolgt durch rückseitig getragene Einheit. Goas Energiefeld kann die meisten Attacken abwehren. Der rückseitig positionierte Generator liegt jedoch frei und ist anfällig. Durch eine Überladung des Generators lassen sich die hinter seiner Kampfrüstung verborgenen kritischen Systeme freilegen. Goa kann auf ein beachtliches Arsenal zurückgreifen. Im Gefecht steht dem Cyborg auf Plasmatechnologie basierende Beamwaffen, Angriffskrallen und ein Multimissilsystem zur Verfügung. All diese Waffensysteme lassen sich zugleich einsetzen, um einen verheerenden Alpha-Schlag auszuführen. Die Person ist außerdem imstande, eine rasante Ram-Attacke auszuführen, die ja auf rutschigem Untergrund allerdings selbst gefährlich werden kann. Genau. So, hier hinten. So, wartet. Ich muss hier nämlich hier... Hier sind ein paar Brenngelpfützen. So, wenn er da rüber... Dann rutscht er da aus. So, ich muss nur aufpassen, dass er mich nicht erwischt. Wenn er eine Ram-Attacke macht, ausweichen. So, und hier hinten auf dieses Ding draufballern. Bis sein Schild kaputt ist. Und dann kann ich ihn auch frontal angreifen. So. Wow. So, Vorsicht vor den Schockwellen. Daneben. So, wow. Ha! Erwischt. Hui. Was macht er jetzt? Ah, dieses Ding da muss ich jetzt mit dem Boostball treffen. Wenn es ausgefahren ist. So. Zack. Voll auf den Penis.
Das gefällt dir wohl nicht, Goa. Wow! Zack. Na, ich sagte zack. Voll ins Maul! Er ist im Hypermodus. Das heißt, das muss ich auch sein. Das kann ich ihn nicht verwunden. So, das war's. Goa eliminiert. Verdammt seist du, Dark Samus! Aber auch Goa hat mir etwas hinterlassen, nämlich den Plasma Beam. Erweiterung für Anzug erhalten. Plasma Beam einsatzbereit. Zum Abführen des Plasma Beams B drücken. Der Plasma Beam ist imstande, bestimmte Metalle zu schmelzen. So, und jetzt kann ich mein Schiff wieder zurückrufen. Das ist aber schwer beschädigt. Das hat's ganz schön erwischt. Vorgabe erfüllt, aber... mit dem Schiff werde ich nirgendwo hinfliegen können. Kampfschiff wurde beschädigt. Flugbetrieb derzeit ausgeschlossen. Automatische Instandsetzung eingeleitet. Ich bin ja so froh, dass Samus ein so tolles Kampfschiff hat, das sich selbst reparieren kann. Aber es wird einige Zeit dauern. Und bis es soweit ist, kann ich von der Elysia nicht weg. Ich glaube, ich kann zwar das Schiff schon betreten und speichern, aber... ich habe leider keine Möglichkeit... Na, ihr wisst schon. Ich kann nirgendwo anders hinfliegen, aber jetzt habe ich endlich den Plasma Beam. Und anders als in Prime 1, wo es ja auch den Plasma Beam gab, ist es so, dass ich jetzt nicht mehr zwischen den einzelnen Beams wechseln muss, weil mit der Plus-Taste gerate ich ja in den Hypermodus. Stattdessen hat der Plasma Beam meinen Power Beam dauerhaft abgegradet. Das heißt, ich besitze halt jetzt dauerhaft den Plasma Beam mit allen Eigenschaften des Power- und Charge Beams. Und mit dem Plasma Beam kann ich eben diese Sachen hier schmelzen. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Eingeschlossenes Trümmerteil scheint empfindlich auf Hitze zu reagieren. Na dann. Zack. Dadurch schmelzen eben bestimmte Metalle, aber auch Eis. Ja. Oh Mann. Jetzt ist sogar Goa tot. Der einzige, der jetzt noch am Leben ist, von den anderen Kopfgelegern, ist Gundraider. Aber von der wissen wir noch nicht mal, wo sie ist. Die sollte ja eigentlich den Hauptstützpunkt der Piraten finden. Und hier hinten ist ja ein Missilcontainer eingeschlossen. Na dann. Arg. So, schön wegschmelzen und her damit. So, kriege ich nur den Morphball. Missilcontainer erhalten. Oh, ich meine, das ist so heftig in dem Spiel. Jetzt habe ich schon zwei Kollegen umbringen müssen quasi, weil sie beide von Dark Samus beherrscht worden sind. Wir haben es ja selber gesehen. Samus hat ja versucht... hier, jetzt sind auch hier diese Flatterviecher. Elysianischer Sturzsegler, mechanoide Variante des Sturzseglers, explodiert bei Kontakt. Ja, oder schmilzt bei Kontakt mit dem Plasma Beam. So. Wie gesagt, ich bin immer total fertig mit den Nerven immer. Ich meine, bei Randos war es am schlimmsten, weil das halt mein persönlicher Lieblingskopfgeldjäger war.
abgesehen von Samus. Und jetzt seid ihr schon wieder hier, ja. Macht mich wahnsinnig. Ihr dämlichen Scheißdinger hier. So. Ich meine, ich kann mir den Plasmobil mal kurz in im Inventar angucken. Inventar, Waffen. Genau, hier haben wir die Eismissile und hier den Plasmabeam. Der Plasmabeam feuert hocherhitzte Energiestrahlen ab. B drückt, um den Plasmabeam abzufeuern. B gedrückt halten, um die Armkanone aufzuladen und danach loslassen, um einen aufgeladenen Schuss abzugeben. Anmerkungen? Mit dem Plasmabeam lassen sich manche Gegner entflammen und verbrennen. Außerdem gibt es Materialien, die auf diese extreme Temperaturen empfindlich reagieren und sich schmelzen lassen. Der Plasmabeam verfügt nicht nur über ein hohes Zerstörungspotenzial, sondern eignet sich auch zum Reparieren von beschädigten Anlagen. Richtig! Das ist nämlich eine Zusatzfunktion. Also erstmal kann ich jetzt locker flockig diese Primibots hier schmelzen. Die haben jetzt überhaupt keine Chance mehr, seht ihr? Die schmelzen nur so dahin, wie Eis in der Sonne. Gut. Moment mal, da vorne sind ja noch mehr. Yay! So. Was habt ihr jetzt davon? Also wie gesagt, ein weiterer Zusatzeffekt des Plasmabeams ist, dass ich kaputte Schaltplatinen zerstören kann. Und ich kann jetzt sogar mal diese Drohnen hier auch mit dem Plasmabeam schmelzen, ohne dass ich jetzt ständig meinen Grapplebeam verwenden müsste. So, das heißt, immer wo ich jetzt eine reparaturbedürftige Schaltplatine sehe, kann ich den Plasmabeam quasi als Schweißgerät verwenden und damit diese Platine wieder reparieren. So, aber erstmal zack. Erstmal muss ich ja zurück zur Aurora Einheit 217 und da unten erstmal was reparieren, damit die endlich wieder ans Netzwerk angeschlossen wird. Und hier kann ich jetzt auch endlich mit dem Plasmabeam diese Trümmer hier wegschmelzen und die Kanone freilegen. So. Haha. Sehr schön. So sieht das Ganze schon viel besser aus. Kanone einsatzbereit. Nach passierter Öffnung wird die Feuersequenz automatisch eingeleitet. Na dann. Und zack. Wuh! Ganz schön weit geflogen. So. Da habe ich mir schon mal ein paar Abkürzungen gebaut. Also, finde ich persönlich richtig cool. Das ist ja gerade mal mein zweiter Beam und das ist hier schon der Plasma-Beam, weil einen Eisbeam gibt es ja, wie gesagt, in Prime 3 nicht. Stattdessen gibt es die Eismissiles. Ist halt eine nette Idee, dass mal die Missiles eisig kalt gemacht werden und nicht der Beam. Aber es gibt relativ spät im Spiel noch einen weiteren Beam, der dann den Plasma-Beam später ersetzen wird. Aber den kriege ich erst, ja, wesentlich später. So, jetzt muss ich erstmal wieder runter in den Wartungsschacht. So. Hier unten hat Goa ja leider einige Schaltplatinen beschädigt, also hier sehen wir das jetzt. Und jetzt mit dem Plasmabeam kann ich mit dem Objekt interagieren. So. Und jetzt, wenn ich A gedrückt halte, kann ich schweißen. So, und die Schaltplatine funktioniert wieder. Schaltkreise repariert. Verbindung zwischen Ei und Netzwerk wurde wiederhergestellt. So, naja, fast. Hier drüben ist ja noch eine. Das Ganze muss allerdings in einem Zug erfolgen, also ich darf die A-Taste nicht loslassen, während ich schweiße, weil sonst muss ich von vorne anfangen. Also in einem Durchzug durchschweißen. So. So. Noch irgendwo was? Nö, ich glaube... Was das jetzt? Nee, Moment mal, hier ist ja noch eine. Insgesamt sind es also drei Schaltplatinen. So. Jetzt habe ich es geschafft. Communication online!
Jawohl! Ich hab's geschafft. Aurora Einheit 2 Enzym ist wieder ans Netzwerk angeschlossen. Supi. Ich glaube, jetzt kann ich sie mal richtig scannen für einen Datenbankeintrag, oder? Ja. Morphologie Aurora Einheit 217. Organischer Supercomputer zur Instandhaltung der Himmelsstadt. Aktuelle Vorgaben erfüllt er. So, Moment mal. Na, ich wollte doch Datenbank, Typisierung, Galaktische Föderation. Nein, oh ja, Moment, Galaktische Föderation, da haben wir sie eh schon ganz oben. Aurora Einheit 217. Aurora Einheit 217 wurde ursprünglich zur Unterstützung der GF-Flottenbasis Demeter konstruiert, jedoch unmittelbar nach Ratifizierung des Elysia-Abkommens vor 14 Jahren der Himmelsstadt zugeteilt. AE-217 hat die Rolle als Administrator der Himmelsstadt mit Bravour ausgefüllt. Unter der Leitung von AE-217 gingen große Mengen geheimdienstlicher taktischer Informationen von der Himmelsstadt ein, zu denen wertvolle stellare und interstellare Forschungsdaten zählen. Die Kopplung mit den Mechanoiden der Elysia verlief reibungslos, sodass die Einheit eine produktive Arbeitsumgebung unterhält. Ja, was ich auch so interessant finde, ich meine, gut, das sind jetzt, wie gesagt, organische Supercomputer, aber die Aurora Einheit 242 hat eine weibliche Persönlichkeit programmiert bekommen und diese hier eine männliche Persönlichkeit. So, und jetzt muss ich mal wieder mit ihm sprechen, ne? Ist ja so gesehen eher. Now we can execute our plan to destroy the Leviathan. We must first disable the Leviathan's protective shield. Unfortunately, the generator for this shield is hidden beneath the dense clouds of Elysia, and so is impossible to reach directly. As an alternative to destroying the generator, we have calculated that a massive thermonuclear explosion would likely destroy the shield itself. This facility possesses the components to create such a device. We would like you to build this device and drop it on the Leviathan shield. Unfortunately, the components are too large for you to lift unaided. You will need assistance to move and assemble them. There is a Federation landing site far to the east of Skytown. You will be able to find something to help you there. We will upload the current map data of this area to your suit. This should help you get started. Good luck, Samus. Die Kartendaten dieses Bereiches wurden heruntergeladen. Na bitte. Aurora Einheit 217 fungiert hier auch als Kartenterminal und jetzt können wir mal sehen, dass es hier noch ein bisschen was gibt. Ja? Hier gibt es noch ein Kraftwerk. Und hier drüben, Landestelle A, eine Sicherheitsstation, eine Fluchtkapselbucht und die westliche Himmelsbahn. Genau, weil die östliche Himmelsstadt ist ein anderes Gebiet hier auf Elysia, gehört natürlich zur Himmelsstadt an sich schon auch dazu, aber liegt ziemlich weit weg. Und da muss ich jetzt hin, Datenbank aktualisiert, das heißt... Ich meine, es klingt jetzt ein bisschen krass, aber wir bauen uns da irgendwie so eine Art Atombombe, die wir dann über dem Schutzschild des Leviathan-Keims abwerfen und der dadurch natürlich zerstört werden wird, aber naja. So, es ist, wartet mal, das muss ich mal kurz gucken. Ah ja, hier, erstmal zum Turmgondeldock. Gut, na dann danke für den Hinweis. So. So, der Plasma-Beam hat Gott sei Dank auch eine relativ schnelle Schussfrequenz. Und ist natürlich wesentlich stärker als der Power-Beam. So. Also ich finde es schön, dass die Entwickler mal dem Plasma-Beam noch ein paar zusätzliche Fähigkeiten spendiert haben. Also nicht nur, dass er jetzt Metalle und Eis schmelzen kann, sondern eben auch, dass man ihn als Schweißgerät verwenden kann. So. Ship status update. Auto repair functions complete. Ship is ready for use. Ah, na bitte, mein Schiff ist wieder ganz. Also es hat sich vollständig reparieren können. Das finde ich gut.
So, und jetzt muss ich, glaube ich, eh mal dort rüber. Ja, dort geht's zur westlichen Himmelsbahn. Also man kann ja, wie ihr sehen könnt, die östliche Himmelsstadt schon am Horizont erkennen. Finde ich richtig schön, dass es hier so eine immense Weitsicht gibt in dem Spiel. So, na dann. Schwupps. Zack. Oh, und hier gibt es ja übrigens auch orangene Türen. Türsystem mit schwachem Energiefeld. Ein hochtemperierter Beam kann das Feld deaktivieren und die Türen öffnen. Natürlich. Mit dem Plasma-Beam kann ich ja auch orangene Türen öffnen. So. Was zum... Oh, da komme ich aber nicht drauf. Da komme ich nicht drauf. Das geht nicht. Moment. Samus, perhaps what you require to access the Federation landing site in the east is not on this planet. The item you need may reside on the world you have previously visited. Um nämlich da hochzukommen, benötige ich eine weitere Anzugserweiterung. Ihr könnt euch bestimmt denken, welche, aber die befindet sich jetzt laut der Aurora eine 2-7 nicht auf Elysia, sondern auf einer kürzlich besuchten Welt. Und das kann ja eigentlich nur der Planet Bryo sein. Und genau da muss ich jetzt zurück. Also sobald man den Plasma-Beam hat, muss man zum Bryo zurückkehren. Autsch. So, ich will nur noch kurz gucken. Zack. Schön wegschmelzen. So. Achso, hier ist eher eine Plattform. Ich will trotzdem mal kurz hier reinrollen. So, weil hier drüben ist ja trotzdem eine normale Tür. Ah, und hier kann ich mir jetzt mal eine Abkürzung basteln, indem ich dieses Tor hier aufmache. Das werde ich noch schnell tun. Supi. Gut. Dann gucken wir erstmal noch kurz hinter die Tür hier, wo es hier lang geht. So, mach gerne auf. Ah, Aufzug. So. Und aufwärts. Ich will hoch hinaus. So. Ah. Ach so, ich verstehe schon. Anlage scheint als Landestation zur Aufnahme kleiner Evakuierungsgondeln zu dienen. Energiegenerator speist die Landestation, um Evakuierungsgondeln aufzuladen. Gut, hier habe ich überhaupt nichts verloren. Ich weiß gar nicht, gibt es hier einen Databot? Nee, aber hier sind irgendwelche Viecher, die hier rumkrabbeln. Kann ich euch scannen, bitte? Ich will euch scannen! Ich will euch näher kennen. Diese Dinger da. Die... Irgendwie will der... Du bist schon wieder zu dumm zum Scheißen, oder? Wieso kann ich diese Mistviecher hier jetzt nicht scannen? Ich stehe doch eh davor. Gibt's ja nicht. Mechanoid, Vapo-Arachnoid. Kleinere Dienstmechanoid, minimale Bedrohung. Also, rotes Credit gibt's dafür. Gut, dann habe ich hier drin jetzt nur einen neuen Datenbank-Eintrag gekriegt, aber sonst nichts Nennenswertes, Wichtiges. So, aber gegenüber von hier ist ja noch eine Tür. So, komm, mach die Tür auf. So, hier unten. Geht's denn hier lang? So, komm. Aha. Oh, Databot. Bin ja mal froh, dass die Databots durch den Plasma-Beam nicht schmelzen. Das wäre ganz schön schlimm. Elysianisches Datenblatt dekodiert. Allein.
im Jahr 400 der elysianischen Zeitrechnung kam für unsere Show zur Schöpfe der Zeitpunkt des Aufbruchs. Sie vertrauten uns diese Station mitsamt ihren Aufgaben an. Es lag nun an uns, aufmerksam über diese Station zu wachen, bis andere kommen würden, die nach Wissen und Erleuchtung streben. Im Moment des Aufbruchs richtete die Sucherin der Show zu eine letzte Bitte an uns, die Himmel zu erkunden, um das Mysterium des unbekannten Planeten zu lösen. Wir gaben ihr unser Wort und setzten ihre unermüdlichen Bestrebungen fort. Tag um Tag forschten wir nach den Antworten, die sie so verzweifelt suchte. Doch vergebens, wir sind gescheitert. Das ist aber schade. So, hier ist ein Aufzug. Ah, seht mal. Landestation. The security locks have been engaged on this landing site. This was surely a result of Gore's recent activities. I will unlock this area, allowing you to command your ship to land. Ah, das ist ja nett. Ja, Abdeckung der Landefläche entriegelt. Einfahren der Abdeckung erfolgt über angrenzende Steuerschnittstelle, also über diese Bombenmulde. Super, na dann brauche ich ja gar nicht mehr zu irgendeiner anderen Speicherstation zurückgehen, sondern kann jetzt mein Schiff hierher holen und kann im Schiff speichern. So, und dann muss ich ja sowieso zurück zum Brio. Aber das erst im nächsten Part, meine lieben Freunde. Es ist mal wieder Zeit, Schluss zu machen. Ja. Ist leider so. Aber ich habe ja einiges erreicht, ne? Ich habe den Plasma-Beam. Und Goa, naja, wie gesagt. Man kann jetzt auch sagen, vielleicht hat er sich auch irgendwie ein bisschen geopfert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr schade um ihn. So, speichern. Gut, Freunde, also, wie gesagt, der Part wird beendet und im nächsten Part kehren wir dann zum Planeten Brio zurück. Bis zum nächsten Mal. Ciao!